Und Frau Wagenknecht, wenn ich mir Ihr Weltbild angucke, was Sie uns hier heute präsentiert haben, kein Wort über die Krim, kein Wort über den Exodus der Tataren, kein Wort darüber, dass da tatsächlich Wahlen stattgefunden haben. Ja, Entschuldigung, aber bedeutet Ihnen das denn gar nichts? Sie reden hier wieder von dem Einfluss von Neofaschisten in der Regierung der Ukraine. Meine Güte, die haben am Sonntag der Europawahl und der Wahl in der Ukraine noch nicht mal 2% bekommen. Können Sie das wenigstens mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn es vielleicht einen Moment kratzt an Ihrem Weltbild, Frau Wagenknecht? Kollegin Göring-Eckardt, Ihre Rede erinnerte mich jetzt gerade an den großen Denker und Dichter Bertolt Brecht, der einmal treffend formuliert hatte: Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und es entsetzt mich. Ich bin wirklich schockiert darüber, dass Sie hier die Behauptung aufstellen, dass mit den geringen Ergebnissen für die Kandidaten der Swoboda oder des rechten Sektors das Problem des Neofaschismus, das Problem des Antisemitismus in der Ukraine sich erledigt hätte. Und Sie wissen ganz klar, dass das nicht stimmt. Es gibt 3 Minister in der Regierung in Kiew, der Ukraine, die ganz klar Mitglied der neofaschistischen Partei Swoboda sind. Es gibt einen Minister, der Swoboda nah ist. Und es gibt einen Minister, der von UNAUNSO, einer neofaschistischen Organisation, kommt. Das heißt, eigentlich sind es 5 Minister, die in dieser Regierung sind. Und der rechte Sektor kontrolliert weiterhin den ukrainischen Sicherheitsapparat. Und Sie vergessen zu sprechen davon, dass der Kandidat der extrem rechten Partei, genannt Radikale Partei, Oleg Ljaschko, über 8%, 1,5 Millionen, über 1,5 Millionen Stimmen bei dieser sogenannten Wahl bekommen hat. Und dann sprechen Sie von diesen Wahlen, ohne darauf auch mal einmal hinzuweisen, was das für Wahlen unter Kriegsumständen gewesen sind. Kandidatinnen und Kandidaten zum Beispiel von Boratba oder der KP in der Ukraine oder viele andere haben ihre Kandidaturen zurückgezogen, weil sie von diesen Faschisten bedroht worden sind. Oder der Kandidat der Partei der Regionen, der während seiner Kandidatur unter Hausarrest gestellt worden ist. Wie kann man da eigentlich von freien, fairen Wahlen sprechen, frage ich Sie. Und ich bin wirklich entsetzt darüber, wie hier die Faschisten, die Antisemiten verharmlost werden, und bin entsetzt über diesen Tabubruch dieser deutschen Außenpolitik, die von Ihnen, Frau Kollegin, mitgetragen wird. Das ist wirklich schändlich. Frau Dadelin, Frau Göring-Eckardt hat das Wort zur Erwiderung. Frau Dadelin, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie Wahlen, die in der Ukraine stattgefunden haben, ignorieren wollen. Frau Dadelin, ich nehme auch zur Kenntnis, dass Sie die Situation in einem Land, wo mit einer Freiheitsbewegung, die auf dem Maidan begann und in alle Teile des Landes ausgeweitet worden ist, wo unter schwierigsten Bedingungen Wahlen stattgefunden haben. Und die schwierigsten Bedingungen waren ja wohl vor allem, dass insbesondere im Osten der Ukraine Separatisten, die aus Russland unterstützt worden sind, dafür gesorgt haben, dass Menschen Angst hatten, ins Wahllokal zu gehen. Und trotzdem haben es viele gemacht. Und trotzdem haben sie versucht, diese Wahlen so frei und so fair wie möglich zu machen. Und die OSZE hat klar und deutlich festgestellt, ja, diese Wahlen waren frei und ja, diese Wahlen sind zu akzeptieren, Frau Dadelin. Ich finde, dann könnten Sie auch mal eine Sekunde darüber nachdenken, ob Sie diese Wahlen auch akzeptieren können. Und ich glaube, dass diese Art von nichts akzeptieren davon, dass es ein schwieriger Weg ist, wo es nicht einfach Ja und Nein gibt,
wo es ein schwieriger Weg ist, dafür zu sorgen, dass Demokratie auch tatsächlich einsetzen kann und einziehen kann, dass Korruption tatsächlich bekämpft werden kann. Dafür sind die Leute nämlich auf die Straße gegangen. Und es ist wohl klar und deutlich, und das sage ich für die Fraktionen, die hier in diesem Haus sitzen, für die SPD, für die Union, genauso wie für uns und für jedes Mitglied der Bundesregierung, niemand hier wird Faschisten unterstützen wollen. Und Sie sollten aufhören mit dieser absurden Unterstellung, Frau Dadelow. Und wenn Sie Bert Brecht zitieren wollen, Frau Dadelow, dann tun Sie das gerne weiter. Ich jedenfalls werde nicht akzeptieren, dass Sie mich eine Verbrecherin nennen. Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, dass auch in einer heftigen Debatte, und das möchte ich an Sie richten, Frau Dagelin, es nicht auch in einer politischen Auseinandersetzung und die Debatte es nicht gerechtfertigt ist, Kolleginnen und Kollegen etwas zu unterstellen, für das es überhaupt keine sachliche Begründung gibt. Um es noch einmal ausdrücklich zu sagen.